Versuchen wir das jetzt nochmal, ob das klappt. Wieder so ein kleiner Test. Das ist mit Pokémon Hard Gold. Oh yeah. Hard Gold. Zuerst klären wir ein paar Dinge. Ich möchte keine Informationen. Und ja. Punkte. Faszinierend. Oh. Was? Oh, entschuldige bitte. Ich habe gerade ein Buch gelesen. Oh, entschuldige. Die Verspätung. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Professor Arch. Man nennt mich auch den Pokémon-Professor. Es ist dein erstes Abenteuer? Ach, nein. Überhaupt nicht. Kein Problem. Ich erzähle dir alles über diese Welt. Was du wissen musst. Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Nein, you don't say! Wir Menschen leben mit den Pokémon in ein Leben in Freundschaft. Wir teilen unsere Freizeit und wir arbeiten zusammen. Manche Menschen setzen Pokémon im Kampf ein und stärken sie so. Und stärken so das Band, das sie verbindet. Und was ich tue, willst du wissen? Ich widme mich der Forschung, damit wir mehr und mehr über die Pokémon lernen. Yay! Pokémon Go ist übrigens voll geil. Jetzt bin ich aber langsam neugierig darauf, wen ich da vor mir habe. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ganz kurz, ich muss mal kurz in die Hose gucken. Ich bin ein Mädchen. Ich hab Titten. Nein, Spaß. Doch, hab ich wirklich. Nein. Verrätst du mir auch deinen Namen? Ja. Ein A und hier ein L und da ein E und hier ein X. Start. Oh, das ist also alles, was? Ja. Ja, einzig wahr. Also, bist du startklar? Denn gleich tauchst du ein in ein ganz enges Abenteuer. Viele Erfahrungen warten auf dich. Schöne, wie so traurige, große Träume und großes Abenteuer. Hier in der Welt der Pokémon. Leg einfach los. Wir sehen uns später wieder. Und Shrinkomator. Und wir können laufen. Wir laufen durch die Gegend. Will meine Mama mit mir reden. Ah, da bist du endlich. Jetzt können wir endlich den Text schneller einstellen. Ja, komm. Was, du warst in seinem Labor? Ach, ich doch nicht. Trainerpass. Ja. Dann gehen wir noch mal ein Pokémon abholen. Ich will einen Feuerriegel. Oh, Alex, da bist du schon. Ich habe auf dich gewartet. Pokémon und Pokéwelle, bla bla. Erfindung der Pokéwelle. Kannst du mit mir spazieren gehen? Ja, die Pokéwelle. Und mach die Welt fertig. Kannst auch gerne cheaten. Ja, das habe ich sowieso vor. Möchtest du einen an dieser Pokéwelle gehen? Ja, nimm dir eins und ich werde Freunde für immer. Oh, ich habe ein E-Mail. Was ist da? Hör zu, ich bekomme eine Sache von Pokémon-Typen. Da ist auch Professor Eich, der Stockfish. Und ja, ganz viele Sachen. Und Pokémon Eich, und Assistenz, und Pokéball. Jetzt hör zu, nimm dir irgendwas. Ja, Power-Up.
hallo! Alles fit? Kannst ja mal in den Chat schreiben, also hier gehen nur die Frames weg, das ist einfach nur ein Teststream, deswegen steht eigentlich auch als Titel noch offline, ich habe gar nichts bearbeitet, das ist nur... Was? Okay, habe ich verstanden. So, besser? Bisschen runtergeschaltet. Müsste jetzt ein bisschen angenehmer sein. Oder zu leise, ich weiß es nicht. So, noch ein bisschen. So. Test. Ja, müsste klappen. Aber ich glaube, das Bild, das ist hier wieder voll die Frames Drop. Ich sehe das nur bei OBS. Die Frames hier, verworfene Frames, die Zahl steigt hier ins Unendliche. Ich glaube, ich habe schon 4000 noch was gedroppte Frames. Das ist einfach nur ein kleiner Test. Aber ich glaube, jetzt müsste das klappen. Ich weiß es nicht. Kann man mich jetzt besser hören? Ich weiß es nicht. War das jetzt gerade wirklich echt so stark übersteuert? Schon krass. Ach, X. Ja! Geht das nicht schneller? Schade, ich meine, irgendwie konnte man die Geschwindigkeit hochpushen. Aber anscheinend funktioniert diesmal der Chat, das ist cool! Vorher hat der nicht funktioniert. Ah, mein Bot hat sich auch wieder freiwillig unterwegs gemacht. Ja, wenn der Stream gefällt, lass doch ein Follow da, das freut Pikachu. Moment. Da hab ich ihn, da. Pika! Überhaupt nicht abgeguckt, nein, gar nicht. Und ja, wir machen mal hier unseren ersten Matchkampf. Ich denke mal, den Stream mache ich jetzt auch nicht lang. Ich denke mal nur eine Stunde oder so, dann höre ich auf. Weil ich will nur mal gucken, ob das jetzt alles hinhaut. Aber das ist cool, dass jemand da ist. Ah! Fick dich. Weil, dann kann mir jetzt endlich jemand Feedback geben, ob alles läuft. Ich denke mal, du siehst nur eine reine Dia-Show. Also keine flüssigen Bewegungen oder so. Was hast du da im Schlepptau? Ein eigenes Pokémon, das ist ja cool. Ja, fast vergessen, dein Dings von der Reparatur, komischerweise. Nur weil, wenn ich ein Pokémon habe. Ja! Das Pokémon kannst du... Oh. Natürlich ist... Oh, Junge... Piss dich. Dankeschön. Wuhu. Jetzt wieder Speicherzeit. Ganz kurz. Halt die Fresse. Ich will mit... Was sagt es denn? Feuerjubel ringt mit mäßigem Erfolg mit dem Schlaf. Okay. Feuerregel darf nicht schlafen. Yes! Wenn es flüssig läuft, dann habe ich es jetzt endlich geschafft, weil du kannst ja mal auf meinem Profil gucken unter vergangene Streams. Da habe ich einen Stream von Super Mario World gemacht. Das war eine reine Dia-Show. Also wenn das jetzt wirklich flüssig läuft, dann habe ich endlich diesen verdammten Dreh raus. Das ist geil. Das ist cool. Wenn du willst, kannst du dich mal ein bisschen mit dem Bot unterhalten und ein paar Comments ausprobieren. Dann weiß ich, dass die wenigstens auch funktionieren. Aber ich glaube, die müssten jetzt alle funktionieren. Ein kleiner Tipp. Schreib mal in den Chat, Ausrufezeichen, Pokeballs oder Poke... Moment. Mal kurz nachgucken. Ja? Schreib mal in den Chat, Poke-Dollar. Also, dann siehst du das, wenn du jetzt schreibst, irgendwie, Ausrufezeichen Poké-Dollar, weil ich habe nämlich jetzt auch so ein glaube ich hin. Ah, mein erster Kampf! So ein Punktesystem eingerichtet. Das ist auch noch so in der Alpha-Phase. Ich glaube, du hast das falsch geschrieben. Moment.
Fatz hat es dir gerade erklärt. Nur er kann sich halt nicht selber sagen, wie viele Punkte er hat. Versuch das mal, ich weiß nicht, ob das klappt. Das ist halt nur so eine Alpha-Testphase. Bin mal dabei, den Bot kennenzulernen. Das ist einfach. Der Stream sollte eigentlich keiner wissen, dass der existiert, aber das ist cool, dass mir jetzt jemand hilft. Und dabei kann man ein bisschen mehr damit zugucken, wie ich Pokémon spiele. Ja, es hat geklappt! Wie hast du denn? 2 Poké-Dollar! Ist das schon mal ein Anfang? Da kannst du dir richtig viel mit leisten. Also momentan noch nichts, weil Gewinnspiele und irgendwie Commands und so, die sind ja eigentlich erstmal noch kostenlos, weil niemand hat irgendwie noch was an Punkten. Außer Pierre. Das ist Pierre und ich liegen irgendwie auf Highscore-Ebene, weil wir manchmal den Bot getestet haben und ich einfach die Punkte nicht zurücksetze. Ich habe jetzt irgendwie um die 100.000 Punkte. Ich bin, kann dir das mal zeigen, wie ich, was ich für einen Rang habe. Das ist schon etwas lustig. Etwas angeberisch, aber egal. Ja, und das ist der höchste Rang, den man kriegen kann. Entwickler. Ah. Krass, oder? Ja, und das Problem ist, ich kann mich halt nicht ausschließen. Also ich habe es noch nicht gefunden, dass ich mich irgendwie von dem Point-System ausschließen kann, aber egal. Kann ich immer bei einem Gewinnspiel mitmachen und cheaten? Nein, Spaß. Aber, ja. Ich muss mal gucken, das ist halt das hier noch testweise, wie das hier läuft. Aber wenn du jetzt sagst, dass es wirklich flüssig läuft, dann bin ich irgendwie echt happy. Dann weiß ich gar nicht, was ich hier eingestellt habe, aber irgendwie klappt's. Das ist cool zu wissen. Schön zu wissen. Ja! Mein Vollregel ist Level 6. Das ist jetzt der Hurensohn unter den Pokémon. Eigentlich nicht. Wir reden mit dem Typen hier, der gibt uns eine Karte. Hey, du bist noch nicht lange Trainer. Ja, komm, ich zeig dir diese Welt, obwohl du noch schon alles kennst. Ach, komm schon. Der gibt uns... Soweit ich weiß, kriegen wir jetzt, glaube ich, von dem... Okay, das ist gut. Also wenn das jetzt nur ein paar Ruckler sind, dann ist das erstmal für mich ein kleiner Erfolg, weil den letzten Stream, den ich gemacht habe, wie gesagt, kannst du dir mal reinziehen, das ist eine reine Deer-Show. Also du siehst keine Art von Bewegung und wenn ich jetzt mal gucke, ich liege jetzt bei den gedroppten Frames... Ach, nur bei 80.000. Das ist noch keine hohe Leistung. 80.000 verworfene Frames. Meisterleistung. Und der Punkt schwankt bei mir zwar zwischen gelb und grün und... Oh, rot. Cool. Das Problem ist halt, nachts ist bei mir Stream eigentlich komplett schwachsinnig, weil dann werde ich komplett übelst gedrosselt und... Ja, tagsüber guckt sich das keiner an. Ja, Turbo-Treter erhalten! Ja! Der Sprintknopf wird bei mir jetzt dauerhaft aktiviert. Ja, jetzt kann ich laufen. Jetzt bin ich schneller als 5 km/h, nur weil ich besondere Schuhe habe. Ich selber kann nicht laufen. Mach meine Pokémon heil. Ich mag Hardgold, ich mag Grund generell die Gold-Serie, weil Gold halt. Aber das, was ich schade finde, dass es halt in der Gameboy-Edition das nicht gab, nur bei Pokémon Gelb. Und zwar hier. Ich weiß nicht, sagt ihr das noch was?
früh aufstehen. Schade, egal, ich mach weiter. Das ist ja nur ein Test. Ich bin ja auch nicht so lange jetzt online. Aber trotzdem danke, dass du kurze Zeit vorbeigeschaut hast und mir Feedback gegeben hast. Dann weiß ich, dass wir... Alles läuft. Haust du rein, wiederschauen. Kannst du irgendwann später nochmal kommen. Aber kleiner Tipp, bevor du gehst, kannst du mir einen Gefallen tun. Du könntest ja eventuell bei dir in dem Chat schreiben, slash host und dann einen bestimmten Namen. Das könntest du eventuell tun, das wäre cool. Dann könnte ich auch die Alerts sehen. Die rote Edition, ja, die ist auch genial. Die habe ich auch. Ich habe Rot, Hardgold und welche habe ich noch? Gelb. Ja, hier, gelb. Kann man nicht sehen, aber es ist gelb. Und ja, also wäre cool. Könntest du mal machen, so slash host und so. Nur wenn du magst. Yay! Dann kann ich auch meine Twitch-Alerts gleich mal sehen. Das ist auch cool. Das wäre nice. Auf jeden Fall danke, dass du vorbeigeschaut hast. Wir sehen uns später. Vielleicht mal komme ich wieder in deinem Stream nochmal vorbei. Das wäre cool. Ein Match. Doch, er kann. Yay! Ein Host! Dankeschön! Cool! Auf jeden Fall. Tschüss. Jetzt habe ich schon mehrmals Tschüss gesagt und bist immer noch hier! Egal. Ich will, dass dieser Emulator... Der hat eine Speed-Taste, das ist langweilig. Das sind die S. Aber wenn das jetzt... Dankeschön und dir gute Nacht und viel Spaß beim Frühaufstehen. Ich darf durchschlafen. Summerferien for the win. Kannst du nichts anderes außer mich mit einer Lupe angucken? Du willst mich noch mit einer Lupe angucken. Stirb. Level up. Yes, Level 7. Also der Kampf hat sich gelohnt. Yay. Langsam. Vorsichtig. Langsam. Vorsichtig. Ganz ruhig. Ach du Spaß, du. Ein Augenblick mal! Getexte! Mr. Pokémon, dorthin geht's, bla bla, hab ich einen Affen, bla 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 bla. Was auch immer, irgendwelche Dinge. Ja, komm, schenk mir was. Aprikoko! Aprikoko-Box. Mann, was ist das für Normen? Normen. Ein Normi. Aprikoko-Box. Dann kann man hier direkt ernten. Aprikoko GRN. Ich denke mal, das steht für grün. Aber egal. Weiter geht's. Pokémon. Yay. Weiter geht's. Moment. Wir können ja hier so ein spannendes Match angucken. So spannend gelangt ist. Los, Ratzfratz! Tackle! Wah, wah, wah. Wah, wah, wah. Was willst du? Das ist ein Kampf. Lass mich nur. Ah, wah, wah, wah. Wah, wah, wah. Mach das mein Voll. Mein Vollriegel macht das übrigens auch. Wenn es kämpft, macht es. Wah, 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 wah. Jetzt wär's gleich auch im Busch. Wah, wah, wah. Lü 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 lü
Hallo? Es geht. Es fit. Erhalten wir unseren Pokédex, das High-Tech-Lexikon. High-Tech. Aber auch ein High-Tech-Lexikon. Hier, auch ein High-Tech-Lexikon. High-Tech. Mit ganz viel High-Tech. Das ist auch High-Tech-Lexikon hier, oder? Nee, das ist meine Stimme. Badadam bam 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 badadam bam badam badadam bam badam badadam bam bam. Hey Alex! Ah, mir fällt gerade was ein. Ja, halt die Fresse. Ich muss den ja noch umdesignen. Ich finde dieses Design cool. Ändern. Dann müssen wir mal kurz. Ja, halt die Fresse. Speichern. Ja. Es gibt bereits Speichern. Ja. Gespeichert. Herausfordern. Er denkt, er wäre der härteste hier im Stall. Aber bevor wir das machen, erstmal heilen. Ja, Pokémon heilen. Plop, plop, ding. Und. Dankeschön. Für Pokémon. Ja, halt die Fresse. Nein. Nein. Ach komm, mach mal später, komm. Wir machen den erstmal mal hier kalt. So. Blum. Von Passant Junge. Er ist Passant Junge, geil. Schön fertig machen hier. Hey, Kratzer, das zieht ja gar nichts. Ist kaputt.
kick mich nicht weg. Piss dich. Stimmt, wir können unseren Namen jetzt auf den Trainer passen. Hab ich ganz vergessen, das können wir auch noch machen. Schreiben wir mal kurz unseren Namen hier drauf. Ja. Moment. Nein. Ja. Profi-Unterschrift. Ha, ist doch geil, oder? Jetzt können wir weiter latschen. La 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 la. Ganz dachte und vorsichtig. So, langsam und vorsichtig. Arschgesicht McFeuchtfuss. Oh, der Täter ist entflohen. Was für schlechte Polizei. Ich habe gesehen, das Trainer ist unschuldig. Der Junge hat rote Haare. Und er hat mir einen Pokémon kaputt gemacht. Und er hat hier gesagt, wer der Hammer hängt. Wo der Hammer hängt. Und er heißt... Ich weiß, wie der heißt. Der heißt, ja, das ist M.O.P. Männlich. Und ist das weiblich? So, M.O.P. Weiblich, das ist männlich, ja. M.O.P. männlich. Yes. Ich will nach Hause. Oh mein Gut, ein Rätselhaftes Ei. Krass. Unglaublich, du hast ein Talent. Du solltest Pokémon-Meister werden. Ja, das wäre ich. Ich werde der Allergrößte. Keiner von mir war. Ja, ein kleines Geld sparen, okay, warum auch nicht? Ja, warum auch nicht, okay. Okay, gucken wir mal kurz nach oben. Was haben wir denn da? Lululu. Ein Computer. Lesen. Abenteuer, aufgeregt, ich liebe Pokémon. Wow. Da steht eine Wii-Konsole. Auch in Johto sind alle ganz verrückt nach dieser Wunderkiste. Da steht ein Fernseher. Da steht ein Fernseher. Hier steht ein Fernseher. Und hier steht eine Pflanze. Oh.
eigentlich jetzt Haier machen gehen? Ja, mein Vorige macht Haier. Hier nicht hergekommen. Was gibt's hier unten? Nichts. Okay. Nein, okay. Warum auch? Weiter geht's. Oh, du bist es ja. Mit Hilfe von Pokémon kann man Pokémon fangen. Komm mit. Und so hüpfe ich auch um mich. So ungefähr funktioniert das. Wie? Du konntest es nicht genau sehen? In Ordnung, ich führe dich noch einmal vor. Ein wildes Radfahrt erscheint. Los, Merrill! Tackle! Ratzfatz setzt Tackle ein. Ah. Beutel. Bälle. Pokéball. Okay. Ah, der ist mit Schwachsteuerung. Spaß. Damals habe ich ja wirklich angegeben, ein Kollege, der kannte das Spiel noch nicht, Pokémon Hard Gold, das damals rauskam für den DS, habe ich so gesagt, guck dir das mal an. Ich kann das mit meinem Mund steuern. Meint er so. Nein, glaube ich dir nicht. Und dann habe ich das so die Szene aktiviert. Und dann habe ich jetzt die ganze Zeit gesagt, so, boah, geil, das Spiel muss ich mir auch holen. Und dann hat er sich das geholt. Und dann hat er es auch versucht. Dann hat gar nichts funktioniert. Ah, das war so lustig. Ja, Pokébälle erhalten. Geil. Man sieht sich. Mal. Ja, kaum zwei Schritte gegangen und der nächste Kampf mit einem Vorriegel, mach es platt! Ein Volltreffer! Noch ein Pokémon, dann sind wir Level Up! Komm, jetzt gleich kommen wir Level Weiter geht's! Hallo! Einmal heile machen! Ist ja kostenlos!
Einmal speichern. Und das war's für den Test. Das war jetzt nur mal eine halbe Stunde. Und ja. Wenn das jetzt wirklich alles so flüssig geklappt hat, wie Mary mir das jetzt erzählt hat, dann wird das bestimmt geil. Und ja, wir sehen uns dann später nochmal. Und das war's. Dazu möchte ich noch einiges kurz sagen, bevor das jetzt komplett zu Ende ist. Und zwar, was Streams angeht, kann ich nicht regelmäßig machen, für die, die das jetzt später gucken. Und ja. Hat aber trotzdem Fun gemacht, also so ein bisschen mit mir selbst zu labern und ein bisschen mit der Mary, die hier aktiv war. Und ja, für alle, die das jetzt hier auf Twitch nachgucken, auf YouTube nachschauen, schöne Grüße. Könnt ihr mir gerne auf Twitch folgen. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ist direkt der erste Link in der Beschreibung, da könnt ihr hingehen und mir folgen. Dann kommen da ab und zu mal jetzt regelmäßige Streams. Das war jetzt nur probeweise zum Einlaufen und ja, wir sehen uns und haut rein. Bye!